Fall zu dem Schluss, dass Deutschland im Vergleich gemessen an allen anderen europäischen Ländern, dass da der größte Handlungsbedarf in Sachen Tabakkontrolle Also besteht. Je höher die Bildung ist, umso weniger wird geraucht und je niedriger die Bildung ist, umso mehr ja, wird jetzt willkommen geraucht. und humanistische Grüße zu einem neuen Video. Ihr seht es schon im Thumbnail, es geht um das Thema Rauchen. Smoking kills. Ihr wisst es, meine Nachbarn wissen es, Kinder lernen, dass Rauchen schädlich ist und ich weiß es natürlich auch. Ich habe gerne geraucht, ich habe viel geraucht, ich habe früh damit angefangen, ich habe mich an meinem Umfeld orientiert, ich habe damit aufgehört, habe länger nicht geraucht und nach 3 Jahren wieder angefangen und erneut aufgehört. Es hat viele Jahre gedauert, bis es bei mir quasi Klick gemacht hat und ich hoffe, es bleibt auch so. Rauchen ist gesellschaftlich noch sehr verbreitet. Es hat ein hohes Gesundheitsrisiko, es ist ein schleichender Prozess, ihr merkt es nicht sofort, nicht direkt. Ihr hustet vielleicht, wenn ihr am Abend zuvor geraucht habt, am nächsten Tag sehr viel mehr. Ihr bekommt vielleicht Kopfschmerzen oder habt so ein bisschen so kleine Schwindelattacken. Die Schäden sind erst einmal sehr, sehr unsichtbar, denn der Körper kann sehr viel ab, kann sich ebenso schnell daran gewöhnen und die Sucht kommt quasi Schritt für Schritt und sehr schleichend auf einer psychischen und physischen Ebene. Gerade in jungen Jahren hatte ich zum Beispiel oft das Gefühl, das macht mir nichts aus, mein Körper ist sehr widerstandsfähig, hat keinen nennenswerten Einfluss, ich bin fit, ich bin gesund und mein Körper kann Weltweit das ab. ab. 5,7 Billionen, also 5.700 Milliarden Zigaretten jährlich produziert werden. Das heißt, pro Mensch auf diesem Planeten, das sind 750 Zigaretten. Weltweit sterben 8 Millionen Menschen pro Jahr an den Folgen von Rauchen oder Krebs und 1,2 Millionen durch das Thema Passivrauchen. Rauchen ist also einer der größten Risikofaktoren oder der größte Risikofaktor in Sachen nicht chronisch übertragbare Krankheiten, führt in 80% aller Fälle zu Lungenkrebs und hat natürlich hat einen starken Einfluss auf das Gehirn bzw. die Gehirnentwicklung bei gerade Kindern und Jugendlichen. 2018. 18, 85.000 Krebsfälle durch Rauchen verursacht wurden und etwa 127.000 Menschen an den Folgen zahlreicher Tabakerkrankungen gestorben sind. Das entspricht 13,3% aller Todesfälle, Man sieht in bezogen der auf Grafik auch ganz schön die regionalen Unterschiede. Also man sieht, im Norden wird mehr geraucht als im Süden und im Osten wird auch mehr geraucht als im Westen. Und Spitzenreiter ist hierbei Mecklenburg-Vorpommern und am wenigsten wird laut dem Bericht geraucht im Saarland. Der Bericht trifft auch eine Aussage über das Überleben und die Überlebensraten von Rauchern, wenn sie mal mit dem Rauchen aufhören. In dem Fall, wenn ihr zwischen 25 und 34 Jahre mit dem Rauchen, wenn ihr lange geraucht habt und hört dann auf mit dem Rauchen, dann könnt ihr statistisch gesehen 10 Lebensjahre dazu gewinnen. Wohingegen, wenn ihr mit zwischen 55 und 64 aufhört mit Rauchen, nur noch 4 Lebensjahre hinzugewinnen könnt. Zu 2019 mit 14,2 Milliarden Euro, die der Staat dadurch die Tabaksteuer und den Verkauf von Zigaretten einnimmt. 100 Milliarden Euro Kosten, die durch das Rauchen, also durch Behandlung, durch Pflege, durch Rehabilitation, aber auch durch direkte Kosten wie Arbeitsunfähigkeit während der Pflege, Rehabilitation oder Arbeitslosigkeit und infolge von Tod zeigt entstehen. dieses Dieses Schaubild quasi die Entstehungsgeschichte des Verbotes von Außenwerbung für Tabakerzeugnisse. Und man sieht natürlich hier auch, dass sich allein dieses kleine Verbotsverfahren oder dieses Gesetzgebungsverfahren schon sehr, sehr lange gezogen hat, von angefangen Ende 2015 bis jetzt Mitte 2020. Weiterhin spielt natürlich das Thema Tabaklobby eine Rolle und der Einfluss der Tabakindustrie, der Tabaklobby auf politische Entscheider. Und ich habe hier exemplarisch gefunden, der Herr Jan Mücke, der parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion war und dann als Geschäftsführer des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft, dass er in so eine Position gewechselt ist. Und bei dem Punkt, da kann man sich schon die Frage stellen, okay, wie klebrig ist die Nähe zwischen Politik und Wirtschaft und wie viel Einfluss ist wirklich da? Ebenso gibt es Berichte darüber, dass Philip Morris im Zeitraum von 2010 bis 2015 über eine halbe Million Euro als Sponsoringgeld an CDU, SPD und FDP gespendet Humanistische hat. Grüße und danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das Video likest, teilst und auch kommentierst. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mich einfach an. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.